Ja. Ja. Für die Kamera. Genau, das kommt jetzt halt ins Fernsehen. Ja, der gute. Das sind vegane Gurken. Aha, im Dunkeln ertappt. Öko oder was? Der Burkhard, der hat uns erwischt. Die Extrawürste. Die extra Bio-Kost. Yes, so. Fisch von McDonald's. So. Nee, Pizzadienst Uli Schmitz-Webers. Und wer nicht genug davon hat, die restliche Hochzeitstorte wartet noch immer auf hungrige Bäuche. Ja, Hochzeitstorte. Das ist eine Hochzeitstorte von Per und Jaja. Jajas Spezialität, Qigong. Bewegungen, die das Chakra so richtig zum Fließen bringen. Auch das Geburtstagskind des Tages betritt die KCA-Showbühne mit eleganten Bewegungsabläufen zur Kultivierung von Körper und Geist. Erzähl mal ganz kurz, was passiert jetzt? Es gibt jetzt gleich einen Test für das Brautpaar, das Silberpaar. Und danach gibt es eine Welturaufführung. Ja. Und zwar von drei norddeutschen, plattdeutschen Liedern. Wunderbar. Die Titel werden wir nachher erst einspielen. Doch zuvor harte Prüfungen für das Silberpaar und eine erneute Vermählung durch Professor Pfaff. Wir wollen Opa und Oma werden. Ja. Wir lieben die Einsamkeit. Einsamkeit? Wir lieben die Partys. Ja. Wir lieben unser Bootshaus. Ja. Wir lieben Süßigkeiten. Nein, Miete. Wir lieben unsere Freiheiten. Ja. Wir treiben zusammen Sport. Steht ihr bitte auf? Steht ihr bitte auf? Ich darf Sie alle bitten aufzustehen. Ist es dein freier Wille, mit dem hier anwesenden Pierre Yuen die nächsten 25 Jahre Ehe einzugehen, so beantworte meine Frage mit Ja. Keine Ahnung. Ich liebe ihn heute, ich liebe ihn morgen, übermorgen, keine Ahnung. Ja, das ist er. Wie kannst du Zukunft gar nicht garantieren? Die Frage ich, Pierre Yuen, ist es dein freier Wille, mit der hier anwesenden Frau Xiao Yuen die nächsten 25 Jahre Ehe einzugehen, zu beantworten meine Frage mit Ja. Doch unbedingt. Okay, ich bin nunmehr nach Gesetzes zu rechtmäßigen die nächsten 25 Jahre verbundenen Eheleuten. Ihr dürft euch nun küssen.
Und so neigt sich der wunderschöne Tag dem Ende zu. 50. Geburtstag von Sven und 25 Jahre Per und Jaja. Alles Gute weiterhin. Kiss could be my number.